Hallo meine lieben Kunden diesen Brücken und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Dieses Mal wieder aus dem Auto startend. Wir haben heute zwei wichtige Termine, wo wir euch auf jeden Fall mitnehmen wollen. Unser Tag ist mal wieder so randvoll geplant. Der erste Termin, der geht eigentlich um einen Shop. War besuchen wir eine Firma, die mir eventuell helfen möchte beim Versand und alles, weil die haben natürlich schon bessere Kontakte zu den ganzen Postfirmen und alles. Mit der werden wir uns heute zuerst treffen und danach gehen wir uns unser Auto holen. Ah, ich bin total aufgeregt. Und das Krasse ist, Leute, Miley, also wir haben eigentlich niemand etwas davon erzählt. Weder meiner Mutti, noch den Kindern, noch Freunden, niemanden. Wir haben niemanden etwas erzählt, dass wir uns das Auto heute holen gehen. Und Miley malt gerade ein Bild. Und was malt sie? Papa mit dem neuen Auto. Und sie sagt es auch noch. Und sie sagt das auch noch. Das war total ganz eigenartig. Sie kann es überhaupt nicht wissen und trotzdem hat sie das einfach gemalt. Aber das hat sie übrigens ganz oft. Also Miley hat ganz oft, dass sie einfach irgendwelche Dinge erzählt oder malt, die sie gar nicht wissen kann. Genau, also ja, egal. Also wir werden euch jetzt zu diesem anderen Termin, den wir jetzt zuerst haben, nicht richtig mitnehmen können, weil wir die Firma einfach noch nicht kennen. Wir müssen da wichtige Dinge besprechen. Aber wie gesagt, danach holen wir uns das Auto ab und am Abend müssen wir auch noch Lea abholen mit dem neuen Auto. Ich bin schon, ich freue mich gerade mega darauf und ich hoffe, es geht halt alles gut. Und wir sehen uns nach dem Termin nochmal. Bis gleich. Hallöchen, da bin ich auch schon wieder. Ihr seht Anne und wir sind gerade beim Essen. Unser Termin ist... War erfolgreich. Unser Termin ist vorbei. War erfolgreich. Sehr schöner Termin. Und nur Hunger? Das habe ich mir bestellt. Was ist das denn? Das sind Mais-Tortillas. Ist das alles, was du hast? Ja. Du bist ja vorbildlich. Ah, du kannst ja gerne mal kosten, wenn du magst. Ja? Würde ich gerne. Okay. Dann guten Appetit. Und wie immer, wenn man im Center ist mit Anne, wo geht man hin? Kinderladen. Kinderladen muss ich nochmal gehen. Ich habe keinen Nerv mehr dafür, Anne. Ich bin so viel direkt, wirklich. Keine Ahnung, das ist einfach ein Traum für mich. Ich weiß. Oh Gott, Spielzeugladen. Ja. Guck, das ist süß. Was denn? Ich nehme einmal komplett alle. Das Rosane, ich will das Rosane haben. Und das Baby mit den Flügeln. Haben wir nicht schon eins davon? Ja, eins. Aber guck mal, wie viele es gibt. Ja, krass. Wir haben es geschafft. Endlich, 3 Stunden später aus dem Kindergeschäft. Anne, was hast du geholt jetzt? Also einen Schal von Miley, einen Schal für Lea, das hier. Total sinnlos. Dann eine Schleichfigur für Miley und eine Schleichfigur für Jona. Das war's. Super Sachen. Die Figuren hier immer, warum auch immer. Die Schleichfiguren sind cool. Ja. Du kannst auch in die Badewanne nehmen und alles. Ja. Ich kann das einfach nicht in Worte fassen. Danke, dass wir das erreicht haben. Oder danke, dass wir uns das... Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kennst du das? Ich kann das nicht. Henning braucht erstmal seine 5 Minuten. Ich kann ja nicht reden. Das geht ja nicht. Ich kann das ja nicht loben. Das ist für mich ja... Das geht ja nicht. Oh Gott, mein Lieben, der hat Tränen in den Augen. Hm? Er hat Tränen in den Augen. Guck mal bitte, wie stolz er ist und glücklich. Okay, was hast du für mich? Das. Oh mein das. Gott, ist das ein Einhorn? Ja, da reitest du daraus. Echt? Das bin ich? Ja. Oh, das ist super süß. Cool. Das hast du auch gebastelt? Oh, das ist wunderschön. Das müssen wir irgendwo anhängen. Oh mein Gott, wie kostet das? Ein Dino. Zeig, den will ich auch sehen. Das ist ein Dino. Weißt du, dass ich das... Nee, warte mal ganz kurz. Weißt du, dass ich es ganz komisch finde? Ja. Soll ich dir mal etwas sagen? Stimmt. Miley hat heute früher ein Auto gemalt. Und was holen wir uns? Ein Auto. Miley malt ein Dino und einen Einhorn. Und was hat Mama gekauft? Mama hat ein Einhorn gekauft. Nein. Für die Miley ein Dino.
Was ist denn mit dir los, Miley? Hast du irgendwie eine Gabe, von der wir nichts wissen? Ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Zettel. Was ist? Das ist richtig eigenartig. Woher weißt du das? Was denn? Na das, mit den... Auto-Dino-Aino. Auto-Dino-Aino. Hast du heute irgendwie so heute irgendwie ein besonderer Tag? Was ist das? Oh mein Gott. Das wusste ich gar nicht, dass sie das macht. Wir haben uns jetzt alle wieder beruhigt. Wir gehen jetzt einkaufen. Nein, Quatsch. Wir fahren erst zu einem Kumpel. Dann fahren wir Lea holen. Und danach fahren wir einkaufen. So, das wollte ich eigentlich sagen. So, unser Feier des Tages. Gehen wir mit den Kindern erstmal zu Meckes. Yay! Hey, ich werde mal den neuen Burger probieren, den Pizza-Burger. Den Pizza-Burger? Ja. Von Pietro Magadi? Ja. Freu mich schön. Und? Schreckliche Wendung des Schicksals. Ist gut. Ja? Nein, guck mal, Wurm. War nicht so schlecht. Guck mal, Wurm. So, und jetzt deine Tochter abholen. Genau. Okay, wir sind zurück und waren gerade noch mal einkaufen. Es ist sehr spät. Die Kinder dürfen jetzt noch 10 Minuten sich gegenseitig anbrüllen und anzicken. Währenddessen werde ich den Einkauf auspacken. Essen wollte ich eigentlich auch noch was. Ich habe mir nur den kleinen Hapsen vom Burger gegessen da. Und dann mal gucken. Anne ist gerade im Bad. Jo. Weiß nicht, was ich sagen soll. Also erstmal das Zeug jetzt im Kühlschrank und dann Abendbrot essen. Ich hab mega Hunger gerade. Oh. Und einen Schluck trinken. Das ist ja Action. Was ist hier los mit meinen Haaren? Oh, putzt du schon Zähne? Oder trinkst du? Putz mal Zähne. Super machst du das. Du geißen. Ja? Sag mal. Kindergarten. Im Kindergarten macht man auch so? Ja. So, Lea, du bist jetzt dran mit Zähneputzen. Los, ab! Ach, das ist doch nicht. Die letzte ist Miley heute. Und du bist die letzte dann, ja? Okay. Okay. Kalt. Hier, Balkon ist offen. Oh, ist das irre? Ja, im tiefsten Winter. Kannst du ja, total. Heute war voll schönes Wetter. Ich hab geschwitzt. So, Kinder liegen jetzt endlich im Bett. Für uns gibt es heute gefüllte Riesenchampignons. Ich bin richtig gespannt, wie die schmecken. Irgendwie ist da nur Käse drin, keine Ahnung. Und der Henning ist ganz fleißig am Wischen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das Ding ist, jetzt ist gewischt, aber spätestens früh, wenn die Hunde rausgehen und wieder reinkommen, ist alles wieder dreckig. Füße sind dreckig. 4 Hunde machen einfach eine scheiß Schweinerei auf dem Boden. Plus 3 Kinder. Ja, das wird lustig. Eigentlich Henning, müssen wir einmal. Sag's. Und ein Henning. Und ein Henning. Und wir müssen eigentlich jeden Tag wischen, aber sind irgendwie zu faul dafür. Ich warte jetzt nur noch, bis die Champignons fertig sind. Und dann werde ich heute zur Feier des Tages mit Henning noch einen Gläschen geliebten Rotwein trinken. Ich liebe Rotwein, ne? Für mich gibt es nichts Besseres als ein kühles Glas Rotwein. Und dann werden wir noch einen schönen kleinen Filmchen gucken. Das sind übrigens die schönsten Momente, wenn ich mit Henning alleine bin und mit ihm ein Glas Rotwein trinke und einen Film gucke. Dann war für mich der Tag einfach nur perfekt oder es ist ein perfekter Abschluss vom Tag. Und genau an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Also ich bedanke mich ganz doll nochmal für all eure Unterstützung, dass ihr uns jetzt schon die Jahre lang begleitet. Seit Berlin Tag und Nacht seid ihr eine so krasse Community geworden. Ich bin unfassbar dankbar. Einfach, ich bin einfach nur dankbar. Ich wünsche euch noch den besten Tag, den es gibt auf dieser Welt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Hallo meine lieben, coolen, süßen Verrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tschüss.